Was ist das? Was ist hier los? Hier ist echt extrem viel los. Und zwar bin ich gerade dabei, hier meine Werkstatt aufzuräumen. Aber ich habe gestern schon so viel weggeschmissen. Auch heute habe ich einiges weggeschmissen. Es wird nicht weniger. Ich habe heute mindestens 6, 7 Stunden Zeit. In der Zeit möchte ich auf jeden Fall was schaffen. Und deswegen legen wir nämlich jetzt los, bevor wir Zeit verlieren. Hier der ganze Kram hier, der muss weg. Der Wagen hier muss weg. Unser Baumstamm, ja, der muss noch bearbeitet werden. Genauso wie der hier. Der ist ja schon fertig. Der sieht auch richtig schön aus. Boah, die Oberfläche, das ist so geil. Das fühlt sich so top an. Ja, und dann brauche ich eigentlich hier nur noch ein paar Sachen ordentlich zu platzieren. Sieht echt chaotisch aus. Ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Das ist vielleicht noch, ja, eine Stunde Arbeit. Dann habe ich hier wieder jede Menge Platz. Ja Leute, es hat sich kaum was geändert. Den alten Staubsaugerkasten, den habe ich auch schon zerlegt, den Kasten auch auf Seite geschmissen. Ich habe jetzt mich mal etwas um meine Absauganlage gekümmert. Ich habe den Schlauch montiert, den 100er. Oder ist das ein 120er? Ich weiß gar nicht, das ist glaube ich ein 100er Schlauch. Den habe ich an meine Tischkreissäge montiert. Der wird auch ständig da dranbleiben. Also es wird ab jetzt nichts mehr umgesteckt oder sonst was. Ich habe ja noch hier den kleinen Staubsauger, der hat etwas mehr Power. Das ist eher für die kleineren Maschinen geeignet. Was ich hier noch machen muss, unten kommt auf jeden Fall eine vernünftige Tüte hin und oben ein Filter, eine Filterkartusche, so eine Feinfilterkartusche, die kommt auch noch hin. Also ich muss mich da noch mit befassen. Wie ihr seht, gibt es noch einiges zu tun und das wird auf jeden Fall noch hier komplett weggeräumt. Ich habe mir hier ein neues Zangenset besorgt von Knipex und die möchte ich natürlich auch vernünftig unterbringen. Es ist noch einiges zu tun. Mehr Müll entsorgt, als ich gedacht hätte. Es ist echt erstaunlich, was zusammenkommt. Ich habe im Hintergrund, könnt ihr sehen, oben noch ein Regal kurz gebaut und angebracht. Ich hatte noch so ein kleines Schränkchen, dort habe ich das auch angebracht an die Wand. Ja, da ist mein Kreisschneider und alles drin. Direkt an der Tischbaumaschine. Hier unten meine Holzreste, die da rumliegen, die werde ich natürlich auch noch sortieren und entsorgen. Vielleicht einfach nur schön sortieren, mehr auch nicht. Hier die Steckdosenleiste, die wird dort verschwinden. Da muss was Vernünftiges hin. Also dieses Kabelgedönse, das gefällt mir auch noch nicht so ganz. Da an der Wand habe ich nicht viel gemacht. Jetzt kommen jetzt natürlich diese schönen dicken Balken, die ich nebenan im Raum gelagert habe. Daraus werde ich höchstwahrscheinlich auch irgendwann ein Projekt machen. Habe auch gerade eben auf Instagram mal die Community angeschrieben, ob sie für mich eine Idee hätten, was man hier draus bauen kann. Ja, hier ist mein Riesentellerschleifer. Da muss ich noch das Gehäuse drum herum bauen. Und natürlich meine Lieblingsmaschine, die Bandsäge. Die muss natürlich auch irgendwo platziert werden. Die wird auch in Zukunft hier irgendwo in der Ecke stehen.
Ja, sobald hier diese zwei Baumstämme weg sind, ihr seht hier an der Wand, habe ich noch so ein Glasschränkchen frei. Da muss vielleicht auch noch ein paar Zeugs hin, vielleicht keine Ahnung, was ich dahin tue. Mein Schraubensortiment habe ich auf der Seite. Das sind diese kleinen Kästchen, ja, die man ausziehen kann. Die habe ich jetzt auch einfach ganz einfach mit dem Edding beschriftet. Ja, ihr Lieben, das war einfach mal von heute, ja, das war einfach mal von mir, was ich heute hier so ein bisschen in der Werkstatt getrieben habe. Vielleicht kriege ich die ein oder andere Idee. Etwas Zeit habe ich ja noch. Und dann könnte ich vielleicht sogar noch ein Projekt raushauen. Ansonsten habe ich für heute nichts zu melden. Liebe Freunde, macht's gut. Bis später. Tschüss.